da muss ich noch rausfinden, wo ich hin muss. Dann habe ich's. Ach Gott, ich muss ja mich abteamen, wie man so schön sagt. Gut, ich sag das nur, aber... Soll ich noch das Tonic mitnehmen? Boah, keine Ahnung. Nachtmahd ist schon wieder ein bisschen schwach auf der Brust. Nicht, dass sie keinen schönen Brüste hätte. Ich finde sie eine sehr attraktive Frau, die gute Nachtmahd. Wer auch immer sie sein mag. Zack. So, das mit dem, wo ich hin muss, hätten wir jetzt vielleicht sogar erklärt, ha? Gucken. Tot. Wow, er sagt sogar wow. Ah, der Sand, schnell, ein Seil, Hilfe. Okay. Ich interpretiere das mal so, dass das hier Sand sein soll, obwohl es aussieht wie wahlweise Lava, Chili con Carne oder eine Mischung aus Ba. Was bist du? Ein Geist. Okay, das ist ein Geist. Ja, darauf können wir uns einigen. So sieht's aus. Stress habe ich noch mit, oder? Oh, werde ich gleich rausfinden. Zack, zack. Boom. Dress. Dress. Spitze. Da hinten ist ein Seil. Das werde ich wohl... jetzt wird... sieht unangenehm aus. Ich mache auf jeden Fall mal einen Speicherpunkt. Ja, da ist ein Seil. Ich glaube, wenn ich da jetzt reingehe, dann falle ich, oder? Ich lass mal kurz den... Ja, den Tuki... Ja, doch, den lasse ich mal kurz hier. Ich habe ja gespeichert, das ist nicht so schlimm. Ich kann hier aber rumlaufen. Pitfall. Wer hat denn... Ihr habt all dieselben Waffen. Ich brauche keine andere Waffe. Gut, ans Fresko komme ich dran. Da brauche ich aber Special Team Nummer XY13 für. Vielleicht besorge ich mir noch einen Tonic mit Nachtmahd, wenn es sein muss. So sahen die Schlüssel also aus. Das wusste ich schon gar nicht mehr. So! Gucken. Ah, es läuft richtig... Nein, ich sag das nicht. Ich sage nicht, wie es gerade läuft. Jedes Mal, wenn ich das sage, bleibe ich irgendwo hängen. Ich sage es nicht. Ich verfluche das alles nur. So, Buchstaben erscheinen jetzt und die werden mir sagen, was ich tun muss. Oder auch wie immer nichts. 14.8. Stehen drei in deinem Weg. Nicht bewegbar. Ah, Hilfe! Are you fucking kidding me? Das ist jetzt kein Witz, oder? Deswegen, Kinder, sollte man immer speichern. Immer. Ach, boah. Ey, das war jetzt... Das war jetzt mal arschig. Also, sweet home. Du kleiner... Oh. Du bist ein fieses Ding, weißt du das? Das ist nicht nett. Denk doch, du sollst deinen Verhalten mal überdenken. Ich könnte auch mal den Zettel lesen erstmal. Und da ich wieder Zimo bin, muss ich mir kurz räuspern. Eine Notiz. Ich hinterlasse euch ein Seil. Wenn ihr reingeht, lasst einen draußen. Oh, okay, ja, das hätte ich wahrscheinlich machen müssen, aber ich weiß jetzt schon, was da steht und es hat mir irgendwie nicht geholfen. Und ich bin ehrlich gesagt relativ sicher, dass, ich das Fresko nicht lesen muss, um weiterzukommen. Drei stehen in meinem Weg, unbeweglich. Kann sein. Ist echt gut möglich. Oh, komm. Ja, jetzt nehme ich halt wieder ein bisschen Schaden, aber... das... tangiert mich nur peripher, weil man, wie man so schön auf klugscheißerisch sagt, obwohl dieser Spruch einfach so bekannt ist, dass es wieder einfach nur dämlich klingt. Das ist einfach so ein, was man sagt, wenn man versucht, intelligent zu klingen. Dann sagt man sowas. Ja. Das lade ich einfach nochmal neu. Nee, das ist... Jo. Das wollte ich einfach mal... Ich wollte mal meinen Senf dazu abgeben. Ich finde, mein Senf ist wichtig genug, dass er mal abgegeben werden musste. So, jetzt noch Heaven da raus. Und... Wir sind freie Piraten! Ja! Warum habe ich das gesagt? Ich habe keine Ahnung. So. Ich habe Angst vor diesen Dingern. Ich mache jetzt vor jedem so ziemlich ein Safe-Game, damit ich...
weißt, wo Todesfallen sind und wo nicht. Spoiler, hier ist eine. Zum Glück geht das mit dem Restart immer recht schnell bei diesem Spiel. Das NES ist der kleine Bruder mit besonderen Bedürfnissen vom SNES. Meiner eigentlichen Lieblingskonsole. Aber das muss ja nichts über die Qualität des Spiels sagen, denn ich finde ehrlich gesagt, dieses hier hat eindeutige Qualitäten. Außerdem war Castlevania 1 darauf und Castlevania 1 rockt. So, jetzt sind wir hier, wo wir eben mal wieder reingefallen sind. Mhm. Da komme ich nicht rüber, oder? Muss ich jetzt mit allen außen rumlaufen? Ja, anscheinend. Gut, Chesty hat es wenigstens geschafft. Party. Nein! Oh. Simon. Genau. Du. Ach, Chesty bleibt am besten gerade hier stehen. Das ist jetzt natürlich doof, wenn ich mich hier durchquälen muss. Das hier ist ein physischer Gegner, also macht ein normaler Angriff ihm mehr Schaden als ein Prey-Angriff. Aber das Tonic werde ich wohl noch brauchen bald. Ich bin sicher, es gibt einen eleganteren Weg, hier durchzukommen. Er fällt mir nur nicht ein. Wirklich nicht. Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist wie mit dem Wasser. Ich brauche jetzt einen Pick oder so. Alter, wo habe ich denn einen Pick? Da habe ich 100 Pro nicht mit. Wehe, ich brauche ein Rohr. Also so ein Pipe. Wehe. Ich tick aus. Ich pick aus. Naja. So, genau. So, wir sind ein Team. Und wir sind ein Team. Und wir sprechen voneinander in der dritten Person. Da brauche ich ein Seil. Scherzkeks. Maniac. He's a maniac. Maniac. For sure. Ich finde es übrigens gut, dass ich immer als erstes angreife. Das hätte ich mal vor 100.000 Folgen sagen können. Okay. Und... also, diese Fallen sind wie gesagt irgendwie... nicht so beeindruckend. Aber mich würde es mal interessieren, was das Skelett dazu sagen hat. Ich will nicht speichern, ehrlich gesagt. Ich gehe da einfach nur mit einem rüber. Komm, Simon, du hast am meisten Leben. Du machst das schon. So. Look, tot. Ja, ist okay. In Blut geschrieben. Sag, Wand. Sag was? Haha, na. Sag bloß. So, mich ja hier schön durchgeglitscht. Ich frag mich, wie viel Schaden die Dinger machen, aber da ich immer noch fast 2000 Leben hab. Was soll's? Na, was soll's? Hack ich halt Holz. Wer weiß, woher da ist. Da ist. Das ist. Gratulation, ihr habt einen gesegneten Musikgeschmack. So. Ah, ich bin verwirrt. Ich glaube, ich werde das Seil tatsächlich holen müssen. Es sei denn, wenn ich da jetzt... Okay. Wenn ich da irgendwie rüberkomme, dann nicht. Und Chesty ist jetzt alleine in einem Kampf. Das ist ganz schlecht. So, aber vor dem kannst du hoffentlich fliehen. Ja, kannst du. So. Natürlich habe ich mich geweigert, das scheiß Seil mitzunehmen. Ich musste mich weigern, es ging nicht anders. Sie haben mich gezwungen. Das Militär und das CIA und alle. Alle waren sie da. Ich würde es wieder tun. Na, mittlerweile nicht mehr. So. Spannung. Sarg, Wand, Mallet. Mallet brauchte ich, um ein paar Särge kaputt zu kloppen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Niemand ist hier, aber auf einmal doch. Yamamura. Yamamura. Ich hab dich. Ich hab's nicht geschafft. Das Tool, das Foto. Tagebuch Coffin. Der Dorde. Okay, warte mal, das schreibe ich mir auf. Hab ich Zettel hier? Ja, hab ich. Yamamura, I failed. Zum Glück ist das rundenbasiert. Wenn das jetzt Live-Action-Ding wäre, wie bei anderen Spielen, so FF7 oder Chrono Trigger oder so. Dann wäre das jetzt doof für mich. Tool, Photo, Diary Coffin. Coffin. Der Reihenfolge. Beten. Ja, dann beten. Puh.
Hooray. Jetzt habe ich hier so einen tollen kleinen Zettel, der mir hoffentlich weiterhelfen wird. Und, ich speichere jetzt mal. Todesmutig. Continue. Yo. Der wird so eine Sargwand. Es ist blöd, dass ich das Ding jetzt nicht angucken kann. Da ist bestimmt ein Hinweis drin. Ja. Coffin. Nothing. Oh, nein, das hatte ich eigentlich nicht vor. Team up. Coffin. Nothing. Bestimmt jetzt hier irgendwie. Also, das hier ist der Sarg, oder was? Das lasse ich mal hier. Ich kann Stress eigentlich hier lassen. Ja, jetzt habe ich den Coffin. Aber vorher benutze ich das Stress nochmal. Ich hoffe, das ist der richtige. Das macht mir jetzt irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich ehrlich bin. Da soll ich. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich hätte gedacht, dass ich hier einfach mal ein Safe-State setze. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederkomme, falls das der falsche ist. Ich guck mal, was in den anderen so dran ist. Oh, ich habe das Fresko anscheinend angeguckt. Witzig. Look, gar nichts. Gar nichts. Das kann doch gar nicht sein, oder? Ich hätte gedacht, dass wenigstens hier Zufallskämpfe jetzt kommen oder so. Aber gut. Obwohl, Coffin Wall. Nein, das wird zu einfach. Kann es sein, dass ich jetzt da den Spiegel einschlagen muss und dahinter der echte Sarg ist? Ist das sowas Gemeines, was sich die Arschgeigen von Sweet Homie von Konami oder wer das war, ausgedacht haben? Ich durchschaue euch, Konami. Ja, das ist doch. Nein, ich bin jetzt nicht wirklich hier, oder? Ach du Heiliger. Alter, die schließen ja jeden möglichen Kreis, der überhaupt geht. Ich wusste nicht mal, dass da was war. Ach du Scheiße. Gut. Gut. Sehr gut sogar eigentlich. Es scheint tatsächlich der echte Sarg zu sein. Ach, ich bin neugierig. Ich muss es rausfinden. Es geht nicht anders. Tut mir leid. Ich muss wissen, was da steht. Spiel speichern, ja. Mit denen kann ich ja das Rope mitnehmen. Was habe ich denn mit dem, was ich hier lasse? Die blaue Kerze brauche ich auf jeden Fall. Ah, ich habe einen Bow mit denen. Ah, sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob es eine andere Möglichkeit gibt, hier durchzukommen. Bestimmt gibt es eine, aber es interessiert mich eigentlich nicht. So, die blaue Kerze. Ehrlich gesagt, glaube ich, das wird unser. Ja, vielleicht unser Ende sein. Aber das Ende des Spiels vielleicht sogar. Na, kein Wunder, dass ich die scheiß Kerze nicht gefunden habe. Ich war mir so sicher, ich hätte alle drei schon mal gesehen, aber das hatte ich nicht. So, mit denen werde ich auf jeden Fall nochmal die Spray-Punkte auffrischen, bevor es weitergeht. Oh, hoffentlich vergiften die mich nicht oder so. Das wäre jetzt ganz doof. Gibt es hier einen Pfosten oder so, an den ich mich ranschwingen könnte? Nee. Ach, Bio, das war jetzt schlecht von mir. Tut mir leid, Bio, ich bin für deinen Tod verantwortlich. Ah, es ist nicht dein Tod, es ist nur dein zeitweise Übergang ins Unleben. Nein, auch das nicht. Lauf einfach so schnell du kannst. An diesem riesigen Typen im Messer, in diesem schmalen Gang, wo man sich nicht mal bewegen kann. Tja, so regelt Bio das. Er ist eine ziemlich harte Sau. Ja, das ist nur für dich, Biofreak Marine. Ich hab all meine Abonnenten lieb. Vielleicht sind es alles auch nur Fake-Accounts, die meine Mama für mich gemacht hat. Aber das macht nichts. Ich hab meine Mama trotzdem lieb. So, continue, natürlich. Bio, da da da. Ich bin sogar ohne Schaden durchgekommen, weil ich, soweit ich das erkennen kann. Und das kann ich nicht. Ach, warum passiert mir das jedes Mal? So, Nachtmart, du. Tja, du hast jetzt ein Problem. Wie macht man das denn? Bio. Gut, zur Not gehe ich einfach wieder so rüber wie eben. Ach komm, das mache ich jetzt einfach. Scheiße, scheiße. Scheiße. Gut, aber das war jetzt nicht so die Aktion. Also ich bin da nicht so beeindruckt von Level Design. Also das Einzige, was mich wirklich mal richtig abgefuckt hat seit lange in diesem Spiel, außer die verdammten Laufwege, aber was mich auch mal überrascht hat und auch, ehrlich gesagt, auch wenn es irgendwie doof war, positiv überrascht hat, war die Sache mit dem sofortigen Game Over in der Sandgrube. Ich meine, es hat vor allem Sinn gemacht. Das ist das Coole.
Das hier ist ein bisschen wie ein richtiges. Es ist relativ realistisch, sagen wir es so. Ich meine, es ist nicht wirklich realistisch, sowas wird nie passieren, aber. Wenn alle tot sind, dann sind die tot. Ja, ich hab doch. Ja, ich hab doch Dings gemacht, oder? Ah, ne, hier ist er. Vacuum. Kamera. Kamera. So, eines der letzten Fresken vielleicht. 22.8. Blauflammen in Händen.